Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die System of a Down Box von System of a Down. Alle weiteren Informationen zu dieser Box, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. System of a Down von System of a Down, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist so eine Compilation-Box über die gesamte Diskografie der Band. Wir haben das Ganze hier recht kompakt in so einer schwarzen kleinen Box. Hier einmal auf der Front der Schriftzug, ansonsten hier dieser gelb-beige Verlauf. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Seitlich einmal beschriftet, rechts ebenso. Auf der Unterseite zieht sich der Farbverlauf durch und oben auch. Und auf der Rückseite, da sehen wir dann, was uns alles erwartet. Also, es ist die gesamte Diskografie der Band. 5 Alben hier auf einmal. Einmal das erste, das Debütalbum, System of a Down. Dann Toxic City. Dann Steal This Album, Mesmerize und Hypnotize. Die Infos und der Barcode. Das Ganze erschienen über, hier lesen wir es, American Recordings. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also wir haben hier so eine Stülp-Deckelbox. Das ist der gesamte Inhalt. Box ist leer. Somit packen wir den Deckel wieder drauf und legen sie mal zur Seite. So, und dann haben wir hier die Alben der Reihe nach, also chronologisch direkt angeordnet. Genau so gehört das. Also 1, 2, 3, 4, 5 an der Zahl. Wir starten das Ganze natürlich von Anfang bis Ende, also mit dem 1. bis zum 5. in der richtigen Reihenfolge. Das ist Album Nummer 1. Gleichnamig, also System of a Down heißt auch das Album in diesem Fall. Die Alben kommen hier in so, Papphüllen, etwas gestärkten Papphüllen, seitlich natürlich beschriftet mit dem Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und so eine kurze Einleitung oder Beschreibung des Albums. 13 Tracks an der Zahl, das Album aus dem Jahr 1998. Dann schauen wir mal rein. Zum einen haben wir hier die CD, die liegt hier so lose drin. Und dann das Booklet, das gibt es hier mit dabei. So, genau, die Booklets sind hier so zum Aufklappen. Wir haben hier jeden einzelnen Track mit den zugehörigen Lyrics. Also wirklich jeder Track hier Wort für Wort abgetippt, jede Menge Text. Und dann hier noch eine umfangreiche Danksagung und natürlich Credits. Und auf der Rückseite haben wir Fotos. Hier die einzelnen Bandmitglieder. So, klappen wir wieder zusammen. Und das ist dann die CD. Die sieht so aus. In Schwarz und in Silber. Hier auch nochmal die Tracklist aufgedruckt. Und dann packen wir das Ganze, sowohl das Booklet als auch die CD, wieder zurück. So, weiter geht's mit Album Nummer 2. Dieses aus dem Jahr 2001. Hier also im Stile von Hollywood, nur eben hier der Schriftzug ausgebessert auf System of a Down. Seitlich beschriftet natürlich. Und hier dann die Tracklist, 14 Stück an der Zahl. Und dann hier die Herrschaften, sieht fast aus wie in einer Sauna, also hier so aus diesem kleinen Sichtfenster. Wir schauen rein. So, Booklet. Ja, auch hier wieder zum Aufklappen. Ich glaube, das hat man hier für alle so durchgezogen. Lyrics wieder auf der einen Seite, komplett hier durchgängig, Credits und Danksagung und auf der Rückseite gibt es dann wieder Bilder. So, auch das packen wir wieder zusammen und kommen zur CD. Die CDs sind auch hier immer
in diesem Stil gehalten, also in diesem Schwarz-Silber. Hier auch wieder die Tracklist. Dann packen wir das wieder rein. Dann geht's weiter mit Album Nummer 3, das einen sehr einprägsamen Titel und auch ein Artwork hat. Ja, Steal This Album nennt sich das tatsächlich. So, das ist die Tracklist, 16 Stück. Wir schauen rein. Und hier hat man tatsächlich kein Booklet. Das war übrigens auch regulär so bei der CD an sich. Also wenn man das Album regulär gekauft hat, dann war da auch kein Booklet, sondern wirklich, soweit ich weiß, wirklich nur ein Einleger, wo eben hier dieses Artwork war mit dem Stil des Albumschriftzug. Dementsprechend hat man das hier auch sehr minimalistisch gehalten. So, das war Album Nummer 3. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Alben, die zusammengehören. Nämlich einmal hier Mesmerize aus dem Jahr 2005 im Mai erschienen. Und das zweite Hypnotize ist ebenfalls aus dem Jahr 2005, 6 Monate später, also im November dann erschienen. Aber der Reihe nach natürlich erstmal hier dieses Album. Seitlich und auf der Rückseite dann wieder die Tracklist. In diesem Fall 11 Stück. So, hier haben wir wieder ein richtiges Booklet. Also, so sieht das aus. Ups. Und dann können wir hier zwar nicht komplett aufklappen, aber der Reihe nach durchblättern. Auch hier wieder die Lyrics mit dabei für jeden Song. Ah, doch. Hier ist dann der Mittelteil mit dem Auge und der Uhr. Und hier kann man dann doch wieder aufklappen, genau. Bilder. Und hier geht es dann weiter mit den restlichen Lyrics und den Credits bzw. der Danksagung. Genau. So, das ist dann noch die CD. Also Augapfel und Ziffernblatt hier fusioniert. Und dann kommen wir zum letzten Album, nämlich Hypnotize, wie gesagt, auch im Jahr 2005 erschienen, in diesem Fall im November. Das ist die Tracklist, 12 Stück hier. Und auch hier haben wir wieder so ein Booklet. Wir schauen rein. Also Abbildungen. Und dann hier wieder zum Aufklappen. Hier sind die gesamten Lyrics erfasst. So sieht das aus. Ohne Ende Text. Genau. Und weitere Gemälde, weitere Zeichnungen. Und das ist dann die CD. So, und das war's dann. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Die eben gezeigten Alben, alle 5 Stück. Wie gesagt, die kommen hier in diesen gestärkten Papphüllen. Und wir haben hier auf diesen 5 Alben dann insgesamt 66 Tracks, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. So, das alles in dieser wunderbaren Box System of a Down von System of a Down. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Box bzw. den Alben? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr System of a Down unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.